unterwegs. In was für einen Mist bist du denn da wieder reingeraten? Ich will gerne wissen, wo der ist. Oh, nein, nicht runterfallen. Nee, können wir runtergehen. Büchchen! Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis, eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reise zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Das klingt nach einer ziemlich dummen Idee. Ohne Witz jetzt, was hat der gemacht, ey? Juhu, Munition! Mehr zumindest. Hab ich alle fertig jetzt, ne? Ne, kartografieren fehlt mir noch. Ja, das ist sehr geil. Kluges Mädchen! Nehmen wir einfach mal. Wir können ja jetzt ein bisschen investieren hier. Ein Schalldämpfer. Das ist geil. Sehr geil sogar. Steht der Typ auf Lara oder warum macht er irgendwas, um die zu beeindrucken? Kommt fast so rüber. Oh, das war gut. Sehen wir doch jetzt. Alter, das ist für dicker Koloss. Ich glaube, ich warte lieber. Abhaut am besten. Was zum Teufel machst du da unten? Kannst du das aufmachen und mir helfen? Pack das Abriss-Team. Wir haben keine Zeit. Komm schon, da kann das Zeug drin sein. Vergiss es. Wir müssen die Quote erfüllen. Hey, komm schon und hilf mir. Gut, dass der Computer KI dumm ist.
Wie mache ich das jetzt? Der schweißt. Kriege ich den, Was mache ich jetzt? Ah! Wow, der ist richtig krass, oder? Wie? Scheiße. Kopfschuss, okay. Stirb doch! Wow! Oh, fuck! Oh! Krass. Nett. Und keiner hat's gemerkt. Ha. Und die Leiche ist weg. Scheiße. Boots! Der Typ, der da unten war, der lebt bestimmt noch, ne? Ich probier den Schall einfach mal aus. Bin wieder da. Ach ja, genau. Ihr Zimmer. Es ist so viel passiert. Vermutlich muss ich Lara für diesen Job danken. Sie hat immer an mich geglaubt. Die Akademiker im College haben Filme als Unsinn abgetan. Ich war für sie nur eine dumme amerikanische Nervensäge mit einer Kamera. Aber wisst ihr was? Die meisten könnten etwas Bewegung in ihrem Leben durchaus brauchen. Und ich weiß, dass Lara tief drinnen einfach mal die Sau rauslassen wollte. Sie brauchte nur etwas Hilfe, um das Partytier in sich aus dem Käfig zu lassen. Wir haben zusammen viele großartige Abenteuer erlebt. Diese irrwitzige Rucksacktour durch Bulgarien. Ich habe sie ständig in Clubs geschleppt. Und die Bergwanderung am Südhang des Kilimandscharo. Lara war immer nur an Ruinen interessiert. Ich habe das Gefühl, diese Expedition wird Furore machen. Lara mit Notebook, ich mit Kamera. Noch ein verrücktes Abenteuer. Oh mein Gott. Hier ist glaube ich nichts mehr, ne? Nee. Sterben lassen.
Ich nehme mich jetzt wohl. Ah, er kommt zu mir! Das war knapp. Wow, wer ist das? Stirb. Das Schiff sinkt, ist nicht gut. Alex! Bist du hier drin? Wo ist er denn hin? Vielleicht. Verdammt. Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie darauf, um sie freizukriegen. Ja, springen wir doch einfach. Jetzt? Wenn ich jetzt wieder hochspringe, ne? Dann. Wieder was? Ich muss darauf. Ach, darauf. Nee, nicht ganz. Ah, Mann. Ja, ich weiß. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Oder auch nicht. Na, vielleicht muss ich den einfach nur.
So. Jung. Mal hoch vielleicht. Nö. Hey, was soll ich denn machen? Nein, nicht so weit! Verdammte Kacke. Ach, ich muss erst wieder einmal rüber hier. Nein. Los lassen. Ja, genau. Sehr schön. Oh, Alex. Du hast das Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt. Dann mach auf. Oh Gott. Oh, tut mir leid. Tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg mehr! Was machst du denn? Du bringst uns doch um! Ich komm hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Auf uns. Jetzt.